Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Gamingplay. Ja, wie ihr seht, spielen wir heute mal was ganz, ganz anderes. Und zwar spielen wir Pokémon Sammelkartenspiel Online. Zurzeit ist ja auf ganz YouTube Deutschland geführt dieser Pokémon Karten-Sammelpack-Hype, ne? Dann dachte ich mir, ey, laden wir uns doch mal dieses Pokémon Kartenspiel fürs Online, also wo man online so gegeneinander spielt und auch Packs ziehen kann. Ja, da haben wir auch Packs und ich könnte diesen, ich könnte diesen Pokémon-Account natürlich auch an euch verschenken oder halt auch verkaufen, traden, wie auch immer. Und ja, ich habe gerade das Tutorial mal einmal gespielt und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt easy sein wird und dass wir da eine gute Karte kriegen werden. So ganz habe ich das Prinzip von diesem Spiel nicht so verstanden, aber wir werden es einfach mal jetzt testen. So, da sind wir schon. Also, Serie, Schwert und Schild Clash der Rebellen Booster Pack. Und jetzt, also klicke auf den Booster Pack, um auszuwählen, klicke dann auf die Schaltfläche öffnen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Wir öffnen jetzt unser erstes Booster Pack. Oh, ich bin gespannt. Ob wir eine glitzernde haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob das genauso ist. Okay, Leute, seid ihr bereit? Okay, seid ihr bereit? Ah. Für einige gute Karten erhalten. Ja, okay, wir haben hier einmal das. Dann haben wir Schmerbe. Dann haben wir einmal Raffel. Dann haben wir einmal Knapfel, dann einmal Klonkat, Shinux, ja, es sieht sehr gut, ja, ist halt eine Trainerkarte, ne, plus 70 Rollende Angriff, okay, das ist sehr gut, also der ist sehr gut, Kaxu, ach, keine Ahnung, aber der ist, oh, super starke Hörner, der ist doch sehr gut, sehe ich gerade, 110 Schaden und 80 Schaden, ja, kann man sich definitiv gönnen. Also das war schon eine sehr gute. Tägliche Herausforderung. Wenn du tägliche Herausforderungen bewältigst, erhältst du Belohnungen. Du kannst tägliche Herausforderungen in deinem Profil sehen. Okay. Füge gegnerischen Pokémon 200 Schadenspunkte zu. Belohnung wäre dann so ein Online-Pack. Okay. Okay. Ihr seht ihr hier, haben wir so die Packs, ne? Ich frage mich gerade, kann man sich Packs kaufen? Serverdaten werden genannt. Okay, guck mal, man kann sich sogar hier Online-Packs kaufen. Wir haben 250, also wir können uns... Oh doch, wir können uns eine holen. Wollen wir uns mal eine holen? Komm, Leute. Kosten für 1,200. Aktuell ist gut am 250. Nachher bestehen. Wir wollen den Hype auch haben. Wir wollen diesen ganzen YouTube-Hype doch genauso machen. Also machen wir es jetzt hier auch. Und hier haben wir ein Pokémon-Kartenpack. Wie YouTube Deutschland mache ich das bloß im Internet. Let's go. Okay, Leute, komm. Ich hoffe, dass die letzte wieder sehr gut sein wird. Oh, ja. Wow, da ist eine heftige. Zwei. Wir schauen nach. Okay. Okay, und jetzt die letzte. Ja. Aber leider keine Holo-Karte. Also man kann auch hier Holo-Karten ziehen. Ich glaube, wenn ich hier eine Holo-Karte ziehe, das wäre schon übelst wild. Aber ich glaube auch hier, ja. Also manche sind schon hier. Wir haben also den Wattzapf, Pampoli, Pepek, Samurzel, dann haben wir den Ganovi. Spreche ich den richtig aus? Ich hoffe es doch. Zaplek, ja. Sind im Endeffekt... Oh, das Pokémon an dieser Karte angelegt ist, kann die Attackenfolge in Entwicklung einsetzen. Du benötigst jedoch die jeweils für die Attacke notwendige Energie. Noch mehr. Wir schauen mal nach. Also es müsste... Eigentlich müssten wir jetzt einfach zocken, bis wir... Neueste Erweiterung. 200. Wir haben 50 Leuste. Leuste. Anstatt Leute sage ich Leuste. Gut, okay. Hier, guck mal. Wir haben immer für 200 kann man hier Packs ziehen. Und das wäre das Neueste gewesen. Booster Packs. Man kann sich auch ganze Decks kaufen. Oh, guck mal, hier haben wir. Pikachu Avatar Sortiment. 55, okay. Du musst eine Kontoerweiterung durchführen, um Zugriff auf diesen Teil des Spiels zu erhalten. Habe ich noch nicht. Mache ich dann zum Schluss, wenn wir erst gute Sachen gesammelt haben. Okay, Leute, wir schauen mal nach, wie viel wir verdienen können.
Randale. Füge gegnerischen Pokémon 200 Schadenspunkte zu. Okay, ich weiß jetzt generell nicht, also gehen wir einfach mal Trainer, Herausforderung, Versus-Modus. Wir machen jetzt einfach mal den Versus-Modus. Let's go. Das ist das starke. Das ist ein starkes Deck, das du im Versus-Modus einsetzen kannst. Es hat Muckis und Hirn. Okay, na dann let's go, der Hase. Gehen wir doch mal direkt rein. Gewinne Spiele versus Punkte, Sammelpunkte und alle 3 Wochen, wenn die Versus-Punkte zurückgesetzt werden, gibt es neue Belohnungen. Okay. Zusätzlich. Oh, hier ist so eine Holo-Karte. Seht ihr so eine Holo-Karte? Neue Versus-Belohnungen sind erhältlich. Wir spielen, Leute, oder? Oh, guck mal, hier kriegen wir sogar Packs. Oh, Versus-Belohnung. Und hier ist die Holo-Karte, die kriegen wir. Aber wir kriegen auch nochmal ein Pack. Booster-Pack. Also, ich bin schon mega gespannt, ne? Ob wir jetzt krass sind. Let's go, der Gegner legt. Sage das Ergebnis. Zahl. Du hast den. Möchtest du anfangen? Joa. Fangen wir doch mal direkt an, Leute. Also, schau mal kurz nach. Hier haben wir plus 10, plus 50. Wir nehmen den hier. Warte bitte, dein Gegner wird sein aktives Pokémon aus. Oh, Leute. Na, Jack Zalim. Jack Zalim. Let's go. Zack, zerrappt Nase ab. Zack. Ich und Pokémon. So. Weiß doch, ich und Pokémon. So. Oh, er hat endlich. Wähle einen Basispunkt aus, die du auf der Bank legen möchtest. Mal 10, mal 30. Also wir können nur den. Gut. Dann setzen wir den. Du hast keine Basispunkte, die du auf die Bank legen möchtest. Fehlt. Okay. Dein Gegner wird das Starter-Pokémon aus. Also bis jetzt sau entspannt. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich habe das heute angefangen, wie gesagt, heute runtergeladen. Und ich fühle es jetzt schon. Ich fühle es einfach jetzt schon, Leute. Also zwei Booster Packs haben wir, wie gesagt, schon geöffnet. Und ja, da kam jetzt nicht so gutes Zeug raus. Aber ich meine, Hauptsache ist es was, ne? Der Gegner wird das Starter Pack. Let's go. Oh, jetzt geht's los. Let's go, der Hase. Nee. Warte mal, was haben wir hier? Durchsuche dein Deck zwei Basisenergien. Ich glaube, wir sollten. Also hier ist schon mal 20% Schutz. Er hat 100. Dann nehmen wir mal den Schutz. So, und dann durchsuchen wir nach zwei Energiedinger. Ich sehe gerade, wir haben echt keine Energiedinger, ne? Ah doch, Energie. Ich bin blind. Wir haben zweimal Energie jetzt. Bei Energie ist sehr wichtig. So, jetzt gehen wir hier rauf. Ah ne, fertig. Wirf eine Mütze bei Kopf und Zahl. Okay. Oh ja. Der hat auf jeden Fall mehr Leben, ne? Oh, 160 sehe ich gerade. Packen wir direkt hier rauf. Ich packe die jetzt alle mal hier schon mal rauf. So, und fertig. Jetzt bin ich gehypt, Leute. Wer ist denn jetzt dran? Er ist dran. Ich dachte gerade, hey, was ist denn jetzt los? Ja, let's go. Okay, ich bin bei diesem Game, ne, wenn ich das gerade zocke, bin ich immer sau konzentriert drauf. Aber ich bin. Ja, mal sehen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn irgendwas Krasses kommt. Ne? Also, wenn wir beim Booster Pack eine Holo-Karte ziehen. So wie ganz YouTube Deutschland gerade. Deswegen. Okay. Schaden gesunken 0. Perfekt. Okay, wir könnten jetzt ihnen schon 10% Schaden hinzufügen. Oder wir machen einfach den hier. Okay. Okay, wir geben ihm trotzdem schon mal einen Zehner. Ne? Noch haben wir keinen Schaden. Was ich natürlich sehr gut finde. Ich weiß gar nicht, wie lange kann so ein Dings gehen, ja? Also, ich weiß, dass ich für diese Tutorial-Dinger
locker eine halbe Stunde gebraucht. Also locker eine ganze halbe Stunde habe ich gebraucht. Okay, let's go. Los, Jack Zalem. Machine. Also übrigens, falls ihr gegen mich auch antreten wollt, ladet euch das Spiel natürlich auf dem PC oder Laptop runter. Ist mega nice. Auch für Langeweile kann man das easy mal zocken. Also fühle ich dieses Spiel sehr gut. Es ist natürlich auch sehr viel Strategie. Du musst gucken, welche Karten du setzt, ne? So. Kann ich jetzt mal? Also, der Typ, der braucht aber ganz schön lange, ne? Der braucht aber ganz schön lange. Dam, dam. Bist du gleich bereit? Let's go, ich spiel jetzt rein. Nimm die Freispiele, ja. Nein, Spaß. Let's go. Oh, Bruder, der braucht aber auch ewig und 3 Jahre. Soll ich gleich noch ein Mickerchen machen oder wie sieht's aus? Willst du, dass ich noch ein Mickerchen mache? Bruder, es lässt sich aus. Ausrichten. Ja, es lässt sich ausrichten. Echt, Max. Also ja. Gameplay. Max, ne? Halt deine Klappe, Max. Oh, endlich. Hast du mir jetzt endlich mal gegönnt, ja? Ne, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt hier nochmal Energie raufklatsche, können wir jetzt endlich den hier. Oh, wir können endlich diesen nehmen. Oh, er hat, glaube ich, Schutz auch, ne? Ich sehe, er hat Schutz auch reingemacht. Er weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, ich sollte mal. Ich habe Bock auf diesen hier. Auf den habe ich hier Bock. Weil der macht gerade am meisten Schaden, ja? Hat auch am meisten Leben. Jetzt braucht aber keine halbe Stunde wieder. Dieser Online-Spieler, der braucht auch eine halbe Stunde. Leute, also wenn ihr da auf diesen Content auch mehr, also falls ihr von diesem Content nichts verpassen wollt, ne, lasst ein Abo, einen Daumen und aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch keine Pokémon-Games, Videos mehr. So, ich kann kein Deutsch mehr. Trainer, let's go. Wähle ein Pokémon aus, das du zu deinen aktiven Pokémon machen möchtest. Zu meinen aktiven. Das hier. Ja, Mann, endlich habe ich es geschafft. Ich bin ja gerade, war auch eine dumme Idee von mir, weil, guck mal, der hat noch gar keine Energie, keinen Schutz, kein gar nichts. Aber ich küsse doch sein Herz, ne? Ich küsse sein Herz. Kämpfen wir einfach beide gegenseitig gegen die gleiche Karte. Ich küsse dein Herz. Ich küsse einfach sein Herz. Oh, er hat sie getauscht. Gegen was nochmal? Okay, jeder Spieler zieht 2 Karten. Ist jetzt aber auch nicht. Also, ich frage mich, was ihn das jetzt gebracht hat. Weil das, was er gerade gemacht hat, ist ja komplett schlecht. Wenn du mindestens eine Phase-Pokémon 2 auf deinem Bank hast, fügst du den Angriff 70 weitere Schadenspunkte zu. Also Leute, jetzt muss es doch gehen. Jetzt muss es doch irgendwann mal abgehen. Komm schon, komm schon. Okay, ich gebe ihm nochmal Energie. Jeder Spieler tauscht ein aktives Pokémon gegen einen Pokémon auf seine Bank aus. Nein. Doppelzug. Nein. Nein, okay. Ich werde den Typen besiegen, ist mir egal. Ich werde diesen Typen besiegen. Na, 19 Minuten haben wir noch. 19 Minuten, let's go. Wir haben. Ich frag mich echt gerade, was. Also, ich frag mich, wann will er anfangen? Ja, endlich. Ich muss, ich habe schon Bock, Leute, ich habe echt Bock bekommen, Pokémon-Karten-Dinger-Videos aufzunehmen. Nur durch Monte, Unge,
Wer ist er noch? Trimax. Ich will mir auch mal so ein Kartenpack kaufen, Leute. Echt. Und das mal im Stream auch öffnen. 5 Stück oder so. Das wären 5 Euro. Also, wenn ihr darauf Bock habt, ich mach das, Leute. Und dann öffnen wir das mal auch. Ich hab's geschafft, Leute. Endlich. Das hat aber auch ewig und 3 Jahre gebraucht, Leute. Also ich glaube, ich werde jetzt schon als Tipps bestimmt von euch bekommen, ich sollte nicht überall diese Energie hier hinmachen. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht. Also ihr könnt mal gerne mir Tipps und so geben in den Kommentaren, dass ich natürlich überhaupt weiß, wie das funktioniert, ne? Also ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Ich weiß auf jeden Fall, wenn hier eine gute Zahl steht, hier Einhämmern 60 oder sowas und bei Ihnen hier 30, ne? Also so weiß ich schon mal, okay, ich bin gut dran. Auch hier 50, also ich sollte immer die guten Karten hier haben. Genau. Ich könnte easy verlassen, aber mache ich nicht. Einfach jetzt mal hier raufdrücken, so gar keinen Bock mehr. Interaktives Menü. Option. So wäre ein langweiliges einfach zu gucken. Interaktives Menü. Ah, genau. Dieses interaktives Menü meinte ich. Genau das wollte ich anklicken, Leute. Ey, fang doch jetzt mal an. Ich will gewinnen. Ich weiß doch, Bruder. Brudi, du brauchst nichts machen. Ich weiß, dass ich gewinne, Brudi. Du brauchst einfach nichts machen. Brudi, ich weiß, dass ich gewinne. Da brauchst du nichts machen. Weil ich bin einfach der King, weißt du? Du musst gar nichts machen. Ich bin King. Ich werde jetzt zeigen dir, wie es geht. Du, ich pack das drauf und pack einen Hammer. Zack, zack. Boom, Karte, zack, zerab, Nase ab, kann weg. Oder ich pack einfach noch mehr. Du brauchst mir echt viel zu lang. Ich kann das Video, also ich küsse dein Herz, dass mein Video einfach auf 20 Minuten gemacht wird. So also fühle ich sehr gut. Aber irgendwann muss doch mal der richtige Knaller kommen. Oh, Leute, dass ihr Bescheid wisst. Freitag. 20:15 Uhr Livestream, Pokémon Stream, Leute, ihr wisst Bescheid. Pokémon Stream, wir schlafen nicht. Mal sehen, wie lange. Wenn es Bock macht mit euch. Also ich glaube schon, das macht echt Bock, wenn ihr könnt entscheiden, so was ich drücke. So, ich glaube, das wird schon lustig. Also ich fühle dieses Spiel. Es macht schon Spaß, ne? Es macht mega Spaß. Aber man muss auch viel Zeit einplanen. Deswegen, ich glaube, im Livestream würde das Ganze übelst gut ankommen. Ich meine, ey, da können wir so lange reden, interagieren. Ich glaube, das nennt man so, keine Ahnung. Ich kann zurzeit echt gar nicht mehr sprechen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also, so in der Art. Oh, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Er hat aufgegeben, oder? Ich glaube, er hat aufgegeben. Boom. Tägliche Herausforderung abgeschlossen. Ein Zufallspack. Ich glaube, ich habe ein Zufall. Leute, wir können am Ende des Videos jetzt einfach nochmal ein Pack öffnen. Let's go. Da gehen wir doch direkt rein, oder? Du hast deine erste tägliche Herausforderung abgeschlossen. Genau, Digi. Wir machen es, Leute. Wir öffnen jetzt unsere erste Karte. Ihr wisst Bescheid. Ich habe mich gerade, wo kann man die Karten öffnen? Ja, ich weiß nicht. Also, wo kann man die Karten öffnen? Hier, ne? Karten. Okay, Leute. Booster Packs. Wir öffnen. Und Leute, jetzt wünscht mir ganz fest Glück. Ich glaube, wenn ihr jetzt alle einen Like da lässt, dann werde ich hier die krassesten Karten rausziehen, die es hier gibt. Let's go, der Hase. Die krassesten, die allerkrassesten. Und Leute. Holo-Karte, Holo-Karte, Holo-Karte. Keine Holo-Karte, aber ey, die sind sehr gut, ne? Ich meine, ey. Oh, 130 Schaden. Maschallah, das ist echt gut. Fühl dich noch mehr. Okay, Leute. Ansonsten würde ich sagen, was das mit diesen Video wieder von mir von Gameplay. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Auch meine lustigen Spielchen, wo ich die ganze Zeit so geredet habe. Ne? Ich meine, irgendwann muss es kommen. Irgendwann wird es auch langweilig. Aber Leute,
Wie gesagt, Freitag 20:15 Uhr, das war ernst gemeint von mir, gibt es einen Pokémon Trading Card Stream. Das heißt, wir werden Pokémon spielen, aber auch ganz, ganz viele Packs öffnen. Das heißt, ich habe hier sehr viele Packs gekauft und wir werden versuchen, ganz viele Holo-Karten im Online-Modus zu kaufen und zu öffnen. Also, was ich meine, Holo-Karten zu generieren damit. So, und ich werde dann noch im Anschluss des Streams die Kamera auf meinem Tisch positionieren. Und nochmal echte Karten öffnen vom Pokémon. Die werde ich aus dem Kiosk kaufen extra. Und dann, glaube ich, wird das ein entspannter Stream. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und ciao, Leute.